Sitzen ich habe ein, hab ein bisschen Puder dabei, wenn du was brauchst. Läuft? Ja, ah, es läuft schon. Ja. Wir haben einen Robert und viele, die jetzt bei dir Kräuter sind, kennen Robert schon. Und wir hatten vor kurzem ein kurzes Gespräch, ein sehr intensives Gespräch, ein Mr. T-Gespräch. Und es ging natürlich um das Thema Ernährung und Bewegung. Und jetzt habe ich heute den Tim, den Robert, darauf angesprochen. Wie läuft's, lieber Robert, wie läuft's? Ja, besser auf jeden Fall. Ich habe es sehr, sehr drastisch gemacht. Also ich habe mich am Anfang wirklich ein paar Tage wirklich mit sehr, sehr wenig Kalorien ernährt. Mhm. Und dann hat man einfach danach gemerkt, dann hat man danach auch nicht mehr so Appetit. Mhm. Auf die wirklich süßen Sachen oder auf die sehr salzigen Sachen. Alles außerhalb schmeckt plötzlich super süß, alles schmeckt super salzig. Und das hat echt geholfen. Ja. Da war noch eins, habe ich vorher kurz gehört. Du hattest mal so eine Leidenschaft zu Energy Drinks. Mhm. Wie läuft das? Ja, auch die schmecken super süß. Also von wirklich ein, zwei am Tag ist es jetzt maximal einer in der Woche oder so. Mhm, cool. Ja. Wie war der Entzug? Warst du genießbar? Also ich muss sagen, ich war tatsächlich genießbar. Ich hatte in der Zeit auch Urlaub. Also das kann ich dann auch jedem empfehlen, dass der sich jetzt nicht super in der Zeit da verausgabt und dann die 12-Stunden-Schichten macht. Aber grundsätzlich, ja. Also ich habe mich halt weniger bewegt. So. Man merkt, man hat auch nicht mehr so diesen Redebedarf. Man fährt so ein bisschen runter in der Zeit. Ja, klar. Aber danach, da geht es dann wieder, ne, wenn man wieder mit Kohlenhydraten anfängt. Klar. Und so. Ja. Siehst du, der Körper fängt halt direkt an zu sparen, selbst beim Reden, weil Reden kostet halt richtig Energy. Und das Faszinierende ist Folgendes, das hat er ja gerade selbst gesagt, das ist, wenn ihr immer wieder süß esst oder salzig esst, dann kommt so ein Punkt, das ist der Bewertungspunkt, ab wann ist es süß, ab wann schmeckt es gut. Wenn ihr immer süß isst, immer ganz viel süß und ganz salzig, dann schmeckt alles andere, was Natur ist, furchtbar grausam. Wenn ihr dann mal einen Entzug macht, so ein paar Tage, das ist tatsächlich Entzug, ist kein Spaß, Entzug macht, dann schmecken auf einmal danach wieder ganz normale Sachen richtig lecker. Und den ersten Step hat er schon. Und, Da macht man sich plötzlich schmeckt Brokkoli auch nach Brokkoli. Ja. Sonst war es ja, ne? Ja, war es also, ein grünes Zeug. Ja, für irgendwelche grünes Zeug. Also plötzlich haben wirklich so nicht natürliche Dinge auch ihren eigenen Geschmack. Richtig, genau. Ja, das ist tatsächlich so am Anfang, wenn man dann so im Entzug ist oder direkt im Zug ist, Anfang denkt man noch, ja, ist halt Grünzeug. Das muss man halt essen, weil es gesund ist. Ja. Aber irgendwann isst man es tatsächlich, weil es schmeckt. Ja, definitiv. Also jetzt kommt noch ein Punkt haben wir noch, das ist die Bewegung. Selbst die Bewegung hat funktioniert. Wie viel Mal jetzt? Ja, mindestens zweimal, wenn nicht so dreimal, wenn wir ein Wochenende haben, dann definitiv auch dreimal. Wann machst du deinen Sport? Immer morgens. Warum machst du ihn morgens? Weil dann, bin ich ganz ehrlich, dann habe ich es weg. So, ne? Ich gehe einfach morgens, stehe auf, mache dann meinen Kaffee, trinke den Kaffee, gehe zum Sport und danach frühstücke ich dann. So hast du relativ schnell eine Routine. Ja. Und wenn es mal eine Routine wird, dass du dich nicht mehr entscheiden musst, dass du es machen musst, dann ist es easy. Ja. Dann läuft's. Ja, ich hatte vorher immer so dieses Mindset, ich habe nur abends Kraft, wirklich was zu tun. Aber wenn man abends auch ausgewogen ist, dann hat man morgens auch die Kraft, ins Studio zu gehen. Einmal das. Und wie oft ist man mal abends dann 20 Uhr, 21 Uhr ausgepowert? Ja. Dann ist der Drang, aufs Sofa zu liegen, viel größer, wie sich noch zu bewegen. Das ist ja auch mein Tipp immer, wenn ihr viel zu tun habt und ihr müsst nicht morgens gleich um 6 Uhr am Job sein oder um 7 Uhr am Job sein, macht euren Sport morgens, weil da gibt es zwei Haken. Den ersten Haken, ich habe ihn gemacht, und den zweiten Haken finde ich noch wichtiger. Man muss gar nicht mehr darüber nachdenken, dass man Sport machen muss. Es ist weg. Erstes Investment in die eigene Gesundheit.